So, hier geht's los, oberhalb von Valsequillo. So, hier so ein bisschen das Ziel unserer Tour zu sehen. Und jetzt oberhalb von diesen zwei Felsen, der größte ist Roque Grande, der kleine Roque Chico, soll es da oben rüber gehen. Und dann wahrscheinlich, weiß ich noch nicht genau, wahrscheinlich welche rechts dann von denen durch dieses Tal wieder runtergehen. Und hier sehr schön der Sauerklee. Hier haben wir die zwei Arten direkt, eine neben der anderen, diesen gefüllten. Hier ist der gefüllte, der gefüllten Blüte. Und hier ist der normale Sauerklee. Ja, wirklich noch sehr schön am Blühen. Weil da unten ist der Sauerklee schon eigentlich länger verblüht, aber hier oben blüht er noch ziemlich gut. Hier blüht nochmal so ein Dickblattgewächs wieder, dieses Gelbe. Und dann daneben Hahnenfuß, hören eigentlich nicht so zusammen. Hahnenfuß blüht jetzt um die Zeit, März. Diese Dickblattgewächse blühen eigentlich normal viel früher. Oh, was hier so weiß blüht, keine Mandelbäume, die sind nicht schon lang vorbei. Das ist eine Art Aprikose. Bienen summen überall, die machen viel Honig hier. Das Highlight dieser Wanderung sind diese blauen Natternköpfe, die wir hier im Tal sehr viel haben. Da werden wir heute noch sehr viele davon sehen. So, das Lilane, eine Cinerarie heißt das, Chericalis auf Lateinisch. Hat man hier jetzt sehr viel, so ab März im Norden, wo es ein bisschen feuchter ist, blühen die in großer Menge. Und die nächsten schönen Natternköpfe hier unten. Aber da werden wir heute noch ganz viele davon sehen. Jetzt gerade so in der vollen Blüte. Blüte ist so Mitte März bis Mitte April meistens, mal früher, mal später. So, diese Natternköpfe gibt es ja in verschiedenen Farben, also von hellblau, weiß bis über extrem, ja, himmelblau, stahlblau, aber auch rosa, rot, lila, hier der zum Beispiel. So, hier ging es jetzt darauf. Sind wir schon fast bei den Kiefern. Oh, hier wird es gerade mal ein bisschen schwierig, also entweder folgen wir der Wasserleitung, müssen wir leicht aufklettern. Kraxeln, klettern ist übertrieben, oder? Wir arbeiten uns da durchs Gebüsch durch. Weil ich Gebüsch immer nicht so gern mag, nehme ich die Option klettern. Wirklich eine tolle Blüte hier noch überall, hier der Lavendel. Also hier auch weiter, wahrscheinlich auch wieder hier da am Wasserrohr rauf. Hier mal schauen, ob man auch so ein bisschen zickzack da sich so rauf arbeiten kann. So, ging hier doch ganz schön steil rauf, aber war schon zu machen, ist nicht so mächtig schwierig. Wir gehen jetzt hier noch wieder bis zu diesen Kiefern. Dann wird es wahrscheinlich schon wieder besser, die ganze Angelegenheit. Da so, haben wir hier einen Sattel erreicht. Haben wir ganz gute Ausblicke natürlich wieder nach unten. Und natürlich auch nach oben hier. Die zwei Felsen da vor uns, Roque Chico, Roque Grande. Grüne Wiesen so ein bisschen, blühender Natternkopf und die zwei Felsen im Hintergrund. Macht sich wirklich sehr gut. So, jetzt sind wir hier beim Hauptweg, also beim Normalweg sozusagen. Oh, wir gewinnen immer mehr Höhe. Blüht hier auch sehr schön. Im Schatten waren die noch ein bisschen, noch nicht so weit, aber hier in der Sonne sind die alle schon voll in der Blüte. Oh, ganz in Weiß gibt es die auch. Jede Menge Bienen unterwegs. Schön rosa-roter. Tolles Blau hier. So, also ganz in der vollen Blüte sind sie noch nicht. Erst nächste Woche vielleicht, zumindest hier oben. Das kann man immer nie so genau sagen. Die einen blühen schon voll, die anderen nicht. Aber die halten auch nochmal eine Woche mindestens zwei, mit etwas Glück sogar. Thank you.
Wieder ein traumhaft rosa-roter Lilaner. Voll in der Blüte. Ja, das Wasser kommt aus so einem alten Wasserstollen raus. Ja, ziemlich voll. Haben sie dazu gemauert, da hinten nicht reinkommt, aber kommt immer noch allerhand Wasser raus. Ein Kirschbaum, der hier noch blüht. Verwildert. Hier nochmal extremste Blüte. Jede Menge Bienen hier unterwegs. Oh, ich schaue jetzt mal, wie ich hier durchkomme. Der Weg scheint hier schon ein bisschen zugewachsen zu sein. Und dass mich die Bienen da nicht stechen, wenn ich da durchgehe. Aber wie gesagt, wenn die beschäftigt sind, tun die normalerweise nichts. Mal schauen, dass man keine irgendwie einzwickt oder so. Oben gibt es da Wasser für die Schicht. Eine Wasserstelle hier. Kommt Wasser aus dem Berg raus. Auch noch wieder ein prächtig blühender Kirschbaum. Toll, in der Blüte ist der noch. Da hinten ziehen ein paar Wolken auf. Das ist echt schwer durchzukommen. Wäre schon eher was für die Machete. Hoffe, das geht da weiter. Die ganze Gaudi wieder zurück. Dann sieht es noch danach aus. Und wieder das Gebüsch. Kommen auch noch Brennnesseln. Die gibt es ja auch. Rennen genauso unangenehm mindestens wie in Deutschland. Ja, mal sehen. Mal die lange Hose anhaben. Wird immer wilder mit dem Weg hier. Tiefste Gangart. Mal schauen, ob ich überhaupt durchkomme. Also mal schauen, wir müssen uns hier noch weiter da durchs Gebüsch arbeiten. Sieht im Moment nicht besser aus. Ich habe lieber die Machete dabei gehabt. Und Brennnesseln haben mich auch schon ganz ordentlich erwischt. Ja, ein paar alte Terrassenfelder, wo ich mich da gerade entlang bewege. Und dann bin ich da oben. Muss auch nochmal durchs Gebüsch, so wie es aussieht. Da bin ich jetzt hier da davor vor dem Risco Grande. Also sieht mir jetzt von hier erstmal nicht auf, dass man da irgendwie leichter nach oben kommen könnte. Ich habe da mal gehört oder irgendwo gelesen, dass man da auch ohne Klettern eigentlich raufkommt, aber das sieht mir nicht so aus. Also bin jetzt so ein bisschen am höchsten Punkt angekommen. Noch nicht ganz, aber fast. Ich werde mir jetzt mal ein Päuschen gönnen. Könnt ihr die Zeit kurz nutzen, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video bisher gefallen hat. Oder einen Kommentar zu schreiben. Oder die, die den Kanal noch nicht abonniert haben, würde mich auch sehr freuen, wenn den immer mehr Leute abonnieren. Das hilft mir sehr weiter. Und dann bis nach der Pause. So, Pause ist jetzt zu Ende. Weiter geht's. Ein paar Meter wieder rauf, wo ich daher gekommen bin. Und dann queren wir da drüben unter den Felsen weiter in das nächste Tal da rein. Mal schauen. Im Moment komme ich noch gut unten durch, zumindest. Wenn es so weitergeht, ging das ja. Ja, ein paar schöne Natternköpfe noch hier. Ja, mal da vorne. Vielleicht ein Aussichtspunkt. Oh, von hier vorne kommen wir ja. Da so ein bisschen unter den Felsen durchs Gebüsch gearbeitet. Wieder ganz guten Blick auf den Rocky Grande. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen weiter nach links. Also diese Hänge da queren. Und dann da drüben im Tal, ja, gegenüber eigentlich, da geht da dieser Weg runter. Und weiter geht's. Hier haben wir ein Wasserloch. Vielleicht auch der Grund, warum der Weg überhaupt hier lang geht, damit man zu diesen Wasserlöchern gar kommt. Das sind so alte Kavernen, die man da rausgehauen hat, wo dann so wasserführende Schichten reintropfen. Man hört es auch ein bisschen tropfen. Und dann fängt man da das Wasser auf und dann wird es dann normalerweise durch ein Wasserrohr. So, weiter geht's durchs Gebüsch. Meine Freunde, die Brennnesseln. Ich habe gerade schon mal wieder gebrannt. Aber soll ja gut gegen Rheuma sein, habe ich zwar noch nicht, aber vielleicht hilft das ja auch präventiv gegen Rheuma, die Brennnesseln. Ja, das war jetzt ja noch wieder etwas mühsam. Also allerhand Steine heruntergefallen, wo man sich dann so ein bisschen durcharbeiten musste. Auch nochmal wieder ein Wasserstollen hier hinten drin, verschlossen, zugemauert. Aber tröpfelt's noch. Da sieht man jetzt nochmal ganz gut, wie das aussieht mit diesen Wasserstollen. Die hat man dann zugemauert, so eine Tür da noch eingebaut, damit man rein kann für Wartung und so weiter. Und da kommen dann diese Wasserrohre raus, um dann das Wasser nach unten zu leiten. Schon langsam müssen wir uns eigentlich dann dem Normalweg nähern. Das wird eigentlich nicht mehr weit weg sein. Hier unten ist ja eh schon. Vorne blüht nochmal wieder sehr schön der Natternkopf. Oben hinten noch ein paar sehr schön blaue. So, der Normalweg hat uns wieder. Wir kamen da draus, kaum sichtbarer Pfad. Dann geht jetzt hier ein bisschen normaler weiter nach unten. Wollen da auch schon wieder ein bisschen zuwächsen. Haben sie eigentlich vor ein paar Jahren einigermaßen frei gemacht, aber fängt auch schon wieder an, überall zu wachsen.
Da kam auch ein Bach Wasser runter. Und schön ausgespült da unten. Ja, hier blühen mal wieder ein paar schöne. Auch gleich wieder die Bienen dabei. Ja, wir haben irgendwas Steingepflastertes. Hier war vielleicht früher mal ein Haus. Eine kanarische Kiefer. Die sind hier zur Bestäubung, die Blüten sozusagen. Sieht man schon ziemlich, wie das hier staubt und raucht. Oh, was hier so blüht, ist die kanarische Glockenblume. Orange-gelb. Also ist schon eher am Verblühen. Hier zum Beispiel, das ist hier, die ist schon verblüht. Die bildet dann Früchte aus, die man sogar essen kann. Also gelblich, leicht orange, ein bisschen größer. Dann kann man die essen. Haben wir schon ordentlich Höhe abgebaut. Wir waren ja, ja nicht ganz, aber fast auf Höhe da oben von dem rechten. Jetzt sind wir schon wieder deutlich weiter unten. Oh, wird hier immer noch grüner, je weiter wir hier runterkommen. Auch sehr viele Flechten hier und hier wieder die kanarische Glockenblume. Relativ gelb. Ja, hier auch wieder die Hahnenfüße werden hier ziemlich groß. Ja, wird man sagen, Meter annähernd oder sogar ein bisschen mehr, Meter 10. Sauerklee, der hier noch blüht, auf dem Boden. Ein recht schön interessantes Stück hier bergab. Der weiße hier wieder, dieser sprossende Zwergginster, der da auch noch blüht. Ah, oh, hier unten nochmal wieder sehr schön, der Natternkopf. Bienen in rauen Mengen. Oh, wir kommen schon fast wieder ein bisschen in die Zivilisation. Hier waren früher mal alte Terrassenfelder, Tanienbaum hier. Ja, das Lila, ne, kommt auch erst ein bisschen spärlich. Fängt gerade erst an. Blatterbse ist das. Die kommen auch erst alle auf, aber blühen verschiedenen Farben. Weiß der hier, der nächste rosa. Lila, sehr schön. Ein ganz schöner blauer hier nochmal. Himmelblau, blüht noch in größerer Menge die Kapuzinerkresse, die wuchert ja eigentlich hier auch wild. Also eingeführt noch nicht, keine wilde Pflanze, aber wuchert hier überall, wenn es ein bisschen feucht ist und regnet. Und was wir hier noch haben, das Lilane, blüht sehr schön, auch eine Platterbse ist das. So, wir sind jetzt hier wieder am Schluss der Wanderung angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut mich sehr, dass ihr hier bis zum Ende dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben, einen Kommentar oder auch den Kanal abonnieren. Da hilft ihr mir sehr weiter dabei, dass der Kanal auch bei YouTube etwas bekannter wird. Hängt ja von den Abonnementzahlen ab. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video.